Na toll. Die Flattermänner holen wir nie ein. Wir brauchen mindestens einen Tag, um hier runter und auf der anderen Seite wieder hochzuklettern. Das müssen wir vielleicht gar nicht. Seht doch! Die Ranken sehen kräftig genug aus. Sie müssten uns eigentlich tragen. Oh nein, das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt weiter. Zera ist Angsthase! Zera ist... Hey, ich bin kein Angsthase. Aber immer, wenn wir uns davonschleichen und das große Tal verlassen wollen, müssen wir über einen tiefen Abgrund oder irgendetwas Blödes in der Art kriechen. Ja und? Und das schaffen wir dann nur, indem wir umgekippte Felsbrocken oder dicke alte Baumstämme benutzen. Aha. Und ich bin immer die Letzte. Ich fall runter oder werde von einem doofen Schaftzahn angefallen. Ja, sie hat richtig. So, und was willst du dagegen machen? Naja, also, diesmal werde ich einfach als Erste gehen. Wenn es ein Problem gibt, sitze ich nicht hinten fest und muss wie am Spieß brüllen. Nein, diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Na schön, von mir aus. Ganz vorsichtig, Lich. Wow. Kommst du zurecht, Zera? Aber ja, alles bestens. Naja, zumindest fast. Immer schön weitergehen. Wir haben es gleich geschafft. Gut, dann wir alle beruhigt. Spike, nicht! Spike! Da? Festhalten! Petri! Ich hab's doch gewusst! Mach das niemals wieder. Verstanden? Zumindest sind alle da. Ich meine, bis auf Ducky. Arme Ducky. Oh, arme Ducky-Li. Ach, ich arme. Ducky? Ducky? Alles in Ordnung? Alles. Oh. Ja, alles in Ordnung. Aber wie du hergekommen? Na ja, die Flieger waren hinter mir her. Dann bin ich ganz schnell gerannt und in eine Höhle mit kaltem Wasser gefallen. Dann bin ich durch einen großen Kriechegang gelaufen und dann habe ich euch gefunden. Dass ich nicht verstehe, warum Onkel Pteranunus so gemein. Sei nicht traurig. Dein Onkel war nur halb so gemein wie die anderen Flieger. Er war nicht so gemein? Oh nein, er war sehr traurig, als ich runtergefallen bin. Oh ja, das war er. Seht ihr? Onkel Pterano zwar böse, aber er auch gut. Irgendwo tief drin. Was du nicht sagst. Können wir jetzt nach Hause gehen? Nein, Zera, was ist mit den Fliegern? Und dem Stein des kalten Feuers? Lass mich doch mit diesem blöden Stein in Ruhe. Wir haben Ducky, jetzt können wir wieder zurückgehen. Zera, was ist, wenn der Stein des kalten Feuers wirklich ein Wunderstein ist? Dann wär's ganz schön schlimm, wenn die Flieger ihn kriegen würden. Jap, jap, jap. Also schön, du hast recht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir sie einholen sollen. Keine Sorge, Zera, uns wird schon was einfallen. Ducky! Was die machen hier? Sie haben Zeras Schreie gehört, als wir in die Höhle gefallen sind. Was macht ihr denn da? Lasst sie los! Jetzt mach mal halblang. Du hast doch gesagt, dass die anderen uns nicht aufhalten können, solange wir die Göre haben. Ja, schon. Das habe ich gesagt, nur... Au!
Tollpatsch, du hast sie fallen lassen. Aber nicht freiwillig, das kleine Großmaul hat mich gebissen. Sie fällt direkt in den Fluss, beeilt euch! Wir brauchen was, womit wir sie rausziehen können. Spike, mit dem Ranken müsste es gehen. Niemand beißt mich und kommt ungeschoren davon. Ich hab gesagt, jetzt ist Schluss. Das war ein Befehl, verstanden? Schön festhalten. Ihr Littlefug, schneller! Hilfe! 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 Greif die Liane, Bucky! Halt dich fest! Ich hab sie! Ihr Rutschen! Gut so! Halt dich an meinem Schwanz fest! Danke. Wir sind in Sicherheit. Ja, aber nicht mehr lange. Nun kriegt euch mal in den Griff! Hey, guter Vorschlag. Wie könnt ihr es wagen? Lasst mich los! Oh, sie kommen immer näher. Wir müssen irgendwie versuchen, sie wütend zu machen, Freunde. Ihr blöden Flieger, hier sind wir! Littlefoot, hey, was machst du denn da? Ihr kriegt uns ja noch nicht, ihr kriegt uns ja noch nicht! Da wäre ich mir aber nicht